Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier unsere schönen Gehege fertig gemacht. Wir tun mal hier wieder die Zeit starten. Ja. Hier sind unsere schönen Riesengalapagos-Schildkröten mit ihrer Beregnungsanlage und ihre zwei Kinderchen, die hier rumdüsen. Und ich habe überlegt, ich habe mir was für den Platz hier überlegt, dass wir hier vielleicht anfangen, so einen Berg hinzubauen. Und dass man halt dann vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will, aber ich war gestern im Zoo in Salzburg, im Hellbrunner Zoo, und habe ein bisschen mir Videos angeguckt und habe natürlich dann währenddessen, hat mein Kopf schon gehackelt, so, wie könnten wir unseren Zoo cool machen? Und der Hellbrunner Zoo hat ja zum Beispiel einen riesigen Berg, an dem die ganzen Gehege sind. Was vielleicht eine gar nicht undoofe Idee ist, dass man sagt, man macht hier so einen Hügel hin. Einen sehr interessanten Berg mit viel Aufwand halt. Und man kann unten kämpft um Alpha-Status, was? Ja. Wer von euch beiden ist denn heute der Boss? Ah, da hat jetzt einer aufgegeben. Also bist du bist wahrscheinlich das Alpha-Tier, ne? Genau. Alpha-Männchen. Was haben wir jetzt? Es ist doch schon vorbei. Wie geht's den Tieren eigentlich? Das ist jetzt mal so die nächste Frage. Geht's den allen eh noch gut? Ernährungszustand, Qualität der letzten Mahlzeit. Die könnte man natürlich mal anpassen. Das ging hier irgendwo. Wir gehen mal auf bessere Qualität des Futters überall. Wir tun immer mal Qualität 2 einfach mal rein. Ich würde sagen, unsere Tiere erhalten eine dementsprechende Futterqualität, die mindestens mal Qualitätsstufe 2 entspricht. Weil ich denke, das ist ja dementsprechend angemessen. Was? Veterinärforschung abgeschlossen. Von was denn? Ah, Steppenzebras. Nice. Wir kommen ja eh gut voran. Also finde ich persönlich. Ich finde immer noch die Zebras einfach mega. Oh. Oh. Wir brauchen einen Techniker bitte schon hier. Also der Ausblick auf sich ist von hier aus ist okay. Alter, ihr habt eine Treppe und könnt in alle Richtungen glotzen. Was wollt ihr denn mehr? Können auch nur meckern, oder? Ah, da fliegt schon wieder. Ups. Da fliegt schon wieder so ein Ballon in die Luft. Was wir unbedingt brauchen, ist einseitig verglaste Scheiben. Die sind mega. Dann machst du hier so einen Untergrund vielleicht, also eine Vertiefung. Oder je nachdem, wie du es hältst, oder ein Gebäude einfach mit einseitig verglaster Wand. Und dann ist es für die Tiere ein Ruhebereich, aber trotzdem, die Besucher sehen alles. Aber was ich jetzt mal machen würde, weil wir haben eine Aufgabe. Warte mal, wo war es denn? Hier. Nimm zwei verschiedene Vivarienarten auf. Und ich würde mal sagen, mit dem fangen wir jetzt mal an. Wir haben ja mal eines Fertiggebäude. Das hier ist das Neue. 4 Toiletten, 2 Innenbereiche für Tiere. Das Ding ist extrem. Aber irgendwo war das Gebäude für die Vivarien. Da war es. So. Warte mal, ich muss mich einmal schnell drehen. Ansonsten weiß ich nicht genau, wo ich es hinplatziere. Und das ist eventuell nicht die beste Idee. So. Hier haben wir es doch. So, und jetzt gehen wir auf Wege. Weg löschen. So. Oh, heiß. What? Moment mal, was? Nee, stopp mal. Ja, was?
Ich kann den Ballon. Oder sind Schlangen drin? Wo ist da eine Schlange? Aber man konnte bei dem Vivarien, glaube ich, hier, was ist, wenn es eins schließen? Hinten schließen. Das nicht schließen, das schließen. So. Warte. So schließen und so schließen. Gut. Ach, da ist doch nicht mal ein Tier drin, oder? Also ich wüsste nicht, dass ich mit dem Gebäude direkt Tiere mitgekauft hätte. Abgottschlange. Was haben wir noch Schönes? Eine gelbe an der... Also ich bin für das Tier hier. Und für eine gelbe Anaconda. So, dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, rein, oder? Und dann hier runter. Dann können wir sagen, die verschieben wir hier rein. Und die gelbe Anaconda verschieben wir hier rein. So. Müssen wir wieder die Fenster schließen dementsprechend. Veterinärforschung abgeschlossen. Gut. Dann schickt man nämlich den jetzt, weil wir haben ja extrem viel schon von denen jetzt. Hörst du damit mal auf und können wir Vivarien erforschen? Ja, hier. Erforsch du mal bitte die. Aber ich würde gerne hier ein bisschen was verändern und zwar den Boden hier weg. Dann schaut es ein bisschen normaler aus. So, raus da. Ist der schon da oder wo sind denn die? Oh, wir müssen hier noch einiges ändern. Warte mal kurz. Wo war bearbeiten? So. Und dich würde ich gerne einfach nur... Nordamerika. Le Paso de Pite de Vatare, weiß der Kuckuck was, ich verstehe keinen Spanisch. So. Jetzt kommt hier der hin. Lass mich das Teil klicken. Da muss die gelbe Anaconda rein. Wo ist denn die? Leute, ich sehe die nicht. Warte, ich glaube, ich habe sie gerade entdeckt. Da ist die... Wie lang ist denn die? Die ist ja mal sehr ruhig. Wie geht's denn an? Wo ist das Tier? Ach, guck, da ist er ja. Aktivisten sind im Job. Was? Ah, vielleicht sollten wir uns mal hier angucken, wie das Layout, warum bietet teilweise passende Beschäftigungsmöglichkeiten? Okay, die Feuchtigkeit, warte mal. Die Feuchtigkeit ist viel zu hoch. Dann drehen wir die mal auf 17 runter, die Temperatur ist zu niedrig. Drehen wir die mal auf 34 hoch. 18 schaut ganz gut aus hier, wie es scheint. Dann noch höher machen wir mal auf 40. Passen dir denn 40 Grad? Das schaut doch schon mal gut aus. Wie schaut es bei dir aus? Klimamäßig. Ein bisschen höher. Aber 35 Grad. 28. Und die Feuchtigkeit volle Wäsche hochpumpen. Machen wir 85. Das sollte gut hinkommen eigentlich. Zoruf, erhöhe den Bildungswert der Tierart American Bison auf 23%. Inkorrektes Geschlechterverhältnis, was?
Du, mein Freund, wirst freigelassen. Tschüss. Dann ist das Verhältnis jetzt weg. Du bist jetzt der Alpha-Boss. Ruhe. Fertig, aus. So, jetzt muss ich wieder zurück zu den, zu unseren zwei Vivarien. Ich habe das noch nicht so ganz kapiert. Was passt bei dem Layout nicht? Wo kann ich das Layout einstellen? Layout. Lebensqualität. Ah, da tut man das dann verändern. Okay. Warte, und dann gibt es hier noch eine Einrichtung. Ich muss leider niesen. Warte. Uiuiui. Danke. Gesundheit. Alter, die tümmeln sich da ja. So, warte mal, hier waren irgendwo Aktivisten angeblich, ne? Veterinärforschung abgeschlossen. Ab wann kriegt man denn da jetzt neue... Ja, weiter. Wir werden da drin... Ab wann gibt es ein neues Layout? Aktivisten entdeckt? Wo denn? Weil was wollen sie sich denn was wollen die denn protestieren, bitteschön? Ich finde die nicht! Die tragen doch ein riesen Schild, oder? Wo denn? Wo ist der? Und der hat Aktivisten entdeckt? Da sind die. Verlässt den Zoo. Und dafür jetzt, weil sie keine Tiere gefunden haben zu protestieren, musste ich jetzt zahlen? Was ist das denn? Wie viel schmeißen die jetzt ab? Ja, das ist doch schon ganz gut. Auch wenn da für den amerikanischen Büffel viel drauf geht. Hups. Und dieser Speaker, da ist der Speaker. Also müsste ich doch rein theoretisch für den ein neues Layout haben, oder? Layout. Ach, guck mal. Ach so, so kann ich sozusagen das ein bisschen noch verbessern, das ganze Gebiet. Aha. Ich verstehe. Dann tun wir hier einen Tierpfleger hinrufen und einen Techniker. Und hier einen Techniker. So. Sauber hat das Gehege gestellt. Ja, ich kümmere mich ja schon drum. Wo ist er denn? Ich habe dafür extra gerade einen hingeschickt. Wo ist er? Tierpfleger ist unterwegs. Ja, wo denn? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er schon wieder nicht da. Was zahle ich die Leute? Oh, da wird gerade aufgefüllt. Keine was? Wir haben voll viele Mitarbeiterräume. Die jammern für jeden Dreck rum. Artenerhaltungswert steigt schon. Market. Wir könnten mal ins Marketing wieder einsteigen, ne? Wie schaut es mit den Finanzen eigentlich aus? Dieses Jahr. Ja, wir haben aber auch... Also, schlecht ist das Jahr noch nicht. Ich habe halt 7000 ausgegeben. Das ist besser als davor. Was jetzt schon wieder? Dann iss was, du Bison, du.
Ich gehe mal in Marketing und setze eine Posterkampagne auf, würde ich sagen, oder? Tu mal eine Posterkampagne einsetzen und wir kriegen hier schon was. 2 Sterne. Das ist aber speziell, den du im Moment verwaltest. Wenn du die Hausfrau nicht gefällst, kannst du sie löschen. Nach einer Weile erscheint dann eine neue. Okay. Ach, jetzt machen wir positive. Hä? Hä? Ab wann ist das denn positiv? Vor allem, wir haben es geschafft, jetzt positiv zu sein. Also müssten wir mehr Einnahmen dieses. Ah, haben sie nicht rumgejammert, weil wir zu billig sind? War da nicht was? Ja, Krankheitsrisiko. Das tut man schon noch beenden. Freilassen. Lass ein Exemplar der Tierart amerikanischer Bienensorten in die Wildnis frei. Wie oft noch? Das wird doch gerade gemacht. Ich würde sagen, wir tun die Erwachsenen mal auf 10 erhöhen und die Kinder auf 9. Der Wirr ist wirklich klein. Ich hau den irgendwann eins so in die Fresse. Essen, trinken passt nicht. Bildung ist ihnen auch zu wenig. Was haben die denn? Ich habe hier überall so viel Bildung rumstehen mittlerweile. Hat jeder normale Zoo, echter Zoo, weniger Bildung, ey. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.